Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demetrius, The Big Cynical Adventure. Comment ça va, Maître Malter? Merci, je vais bien. Schön. Wir sind hier zurück beim Thonen Antique. Wie spricht man das richtig aus? Thonen Antique. Ah, vielen Dank, der Herr. Ich kann jetzt nicht so gut Französisch eigentlich, aber wir haben uns ein wenig schlau gemacht, weil ich mich gefragt habe, wie man das hier überhaupt ausspricht. Wir wollten auf jeden Fall reingehen in den Antiquitätenladen und lassen uns jetzt mal überraschen. Was zum... Die Tür wurde aufgebrochen. Toll, der gleiche Einbrecher muss wohl auch meinen Laden besucht haben. Wonach er gesucht hat. Und sehen, ob etwas fehlt. So, dann gehen wir mal rein. Und da sind wir auch schon im Laden. Tja, womit fangen wir denn mal an, Maître? Was schauen wir uns an? Mich zieht's zum Waffenschrank hinten links. Alles klar. Wir haben Messer, Schwerter, Speere. Was? Oh, eine Flöte haben wir auch noch. Was möchtest du? Ah, das Gefährlichste, die Flöte. Die Flöte. Die hat viele Löcher, deswegen ist sie günstiger. Ach so. Messer. Ein Dolch und eine Machete. Man kann sie sowohl zur Dekoration als auch zum Kartoffelschälen verwenden. Schwerter? Eins davon hat einen rosa Griff. Ich nehme an, das ist ein Schwert für Frauen, um all die Männer zu meucheln, die sie betrogen haben. Oha. Speere. Ein Pfeil und zwei Speere, um genau zu sein. Warum verwenden Mörder in Horrorfilmen nie solche Waffen? Das wäre super. Naja, kommt auf die Horrorfilme an. So, Sonderangebote heute, 50% auf alles Neue. Toll. Bedien dich, Maître. Was darf sein? Den Regenschirm hinten links. Ein antiker Regenschirm. Woher ich weiß, dass er antik ist? Nun, wegen der Form natürlich. Und wegen des Gestanks. Flagge. Da ist nichts drauf. Jeder kann also seine eigene Flagge kreieren. Ach so, sollen wir hier eigentlich Kekse suchen auch wieder oder nicht? Doch, oder? Bestimmt. Ich glaub, standardmäßig in jedem Level. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir sollen Kekse suchen? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Okay, ja, dann suchen wir mal Kekse nebenbei. Ich weiß noch nicht wo, aber wir sollten nebenbei noch darauf achten. Ah, ich gucke mir die Vase an. An manchen Stellen ist sie kaputt, aber es wird sie sowieso niemand kaufen, um etwas darin zu lagern. Axt. Was zum... Ist das Blut da dran? Leckt. Nee, nur Kaugummi. War vermutlich ein Kind. Ih, wie ekelhaft, dass er da dran leckt. Horn. Oh, da kommt so ein fiepender Ton raus. Nicht ganz das Geräusch, das ich erwartet habe. Fiep kam da. Okay, Votivfiguren. Mit diesen Figuren haben die Bauern damals die Götter um Wunder gebeten. Zum Beispiel Kranke zu heilen oder Viren von ihrem Computer zu entfernen. Mhm, toll. Sarkophag. Einige der Artikel in meinem Laden kommen aus Museen. Sie werfen manchmal cool aussehende Sachen weg, die sie für Fälschungen halten. Kiste. Sie ist versiegelt. Diese Kiste kann nicht geöffnet werden. Ich glaube, sie war schon von Anfang an so. Hm. Kerzenhalter. Einmal habe ich sie angezündet, damit der Raum schön aussieht. Es endete in einem Desaster. Der Kerzenhalter selbst ist das Einzige, was ich retten konnte. Bjorn, ey. Spiegel. Naja, Spiegel ist halb kaputt. Aber ich glaube sowieso nicht, dass die Kunden hier erwarten, neuwertige Artikel zu erwerben. Na dann. Statue. Von weiter weg sieht sie so aus, als wäre sie aus Kristall. Aber wenn man näher herangeht, merkt man, dass es Plastik ist. Ein toller Antiquitätenladen. Noch eine Statue. Sie sieht ja ein bisschen ägyptisch aus, aber vermutlich eine Fälschung. Schild. Der Schild ist eine von einem Kämpfer getragene Schutzwaffe. Er ist eine aus Flechtwerk, Holz, Leder oder anderem Material bestehende, häufig leicht gewölbte Platte. Vielen Dank, Wikipedia. Es soll wohl eine Art fliegende Kreatur sein. Und wenn man bedenkt, wie oft sie runtergefallen ist, würde ich sagen, dass sie nicht besonders gut fliegt. Okay, tolle Statue, tolle Sachen, Bjorn, die du hier so anbietest. Karte. Yep, das ist ein seltener Nachdruck einer Karte aus der Zeit, als die Leute noch dachten, die Erde wäre eine Scheibe. Aha. Gut, dann sind wir mal hier beim Schreibtisch angelangt. Schreibtisch. Maître? Vintage ist toll. Vintage bringt leichtes Geld.
Toll, vintage. Blumentopf, Plastikblumen, glaube ich. Ich habe sie zumindest noch nie gegossen. Also entweder sind sie aus Plastik oder unglaublich hartnäckig. Telefon. Mein Handy. Ich hatte es total vergessen, dass ich es gestern hier gelassen habe. Handy erhalten. Yay. Keine Nachricht. Das Handy anrufen. Das Handy ist ein besonderer Gegenstand. Du findest es in der oberen Leiste. In der oberen Leiste. Die hier? Da, Telefon. Ah, Kekse. Ich, mich anrufen. Tom und Herr Basser anrufen. Das können wir ja nochmal machen. Vielleicht nicht jetzt oder doch? Ach, warum nicht? Wen sollen wir denn mal anrufen? Mich, uns selbst? Das wäre auch Quatsch, testen, oder? Ob das Telefon geht? Nein. Ah, okay, dann rufen wir mal uns an. Es ist besetzt. Ich sollte es später nochmal versuchen. Wieso ist denn da besetzt? So, Tom. Wer ist denn Tom? Nochmal, ach, der hier Chef-Typ. War das Tom? Ich weiß nicht, wer Tom ist. Oder Basse? Wer ist denn wer? Klingel mal an. Tom. Ich glaube, der eine, ich weiß gar nicht, wie hieß er. Hier. Hat. Richtig. Ja, du bist ja. Tom. Hallo, wer ist da? Tom, hier ist Björn. Was ist los? Probiere bloß mein Handy aus. Es funktioniert toll, oder? Machst du Scherze? Hast du nichts Wichtigeres zu tun? Vermutlich schon. Nun, dann mach dich an die Arbeit. Okay. Dann rufen wir jetzt mal noch Herrn Basser. Hallo? Herr Basse? Oder ist das Henry? Ist das ein Typ? Ich dachte, das wäre eine dicke alte ist auch Frau. Das eine Oma. Ich dachte, das wäre eine Oma. Okay, dann bist du Henry natürlich und ich bin Björn. Oh ja, das bin ich. Aber du musst die Stimme jetzt so ein bisschen älter machen. Das ist ja... Ist das ein, oder nicht? Ist, soll es ein älterer sein? Oh ja, das bin ich. Hier ist Björn. Ton, erinnern Sie sich an mich? Oh, nicht wirklich. Ich bin der Antiquitätenhändler aus Paris. Sie haben mir die Statue verkauft, die aussieht wie ein Vogel. Oh ja, ich erinnere mich jetzt. Kann ich Ihnen ein paar Fragen darüber stellen? Oh, gibt es ein Problem? Um ehrlich zu sein, ja. Können Sie mir sagen, wie Sie diese Statue bekommen haben? Oh, das war vor ein paar Monaten auf meiner letzten Reise in den Nahen Osten. Im Nahen Osten? Oh ja, meine Frau und ich haben Urlaub in Ägypten gemacht. Ich habe sie auf einen Markt namens Adibu oder so ähnlich. Adibu. Ja, oder so ähnlich, steht da ja. Der Ägypter wollte sie loswerden, deswegen hat er sie mir fast geschenkt. Um ehrlich zu sein, ich fand sie furchtbar, aber meine Frau hat darauf bestanden. Sie kann sehr bestimmend sein. Ja, so sind die Frauen. Wie bitte? Schon gut. Oh, und vor kurzem wollte ich sie dann nicht mehr, dann haben wir sie ihnen verkauft. Noch eine Frage, bitte? Oh, ja. Da war eine Tafel auf der Statue, wenn ich mich nicht irre. Oh ja, das stimmt. Mit einem Blitzsymbol, glaube ich. Dachte ich mir. Oh, wäre das alles, Herr Dolnen? Noch irgendwelche Fragen? Nein, danke, Herr Basse. Diese Informationen helfen mir schon weiter. Oh, kann ich Ihnen auch eine Frage stellen? Nur zu. Haben Sie die Herkunft der Statue identifizieren können? Ich habe mich schon immer gefragt, wo sie herkommen könnte. Naja, ich habe meine Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Ich kann aber sagen, dass sie ein wirklich bemerkenswertes Stück ist. Oh, okay. Sie finden also die 20 Euro, die Sie mir dafür gegeben haben, gerechtfertigt. Auf Wiedersehen. Gut. Das war interessant, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Fürs Erste versuche ich es einfach mit meinen anderen Spuren. Oh, wir sind schon durch? Wow. Echt? Okay. Viel. Dann gehen wir da nochmal hin. Ja. Da war zum Beispiel noch hier. Wir können auch nach oben gehen. Die Pflanze. Die, ja. Die kommen wir mal die Pflanze.
Eine schöne kleine Pflanze. Der einzige Nachteil ist, dass Kinder da hinten Verstecken spielen. Aber ich glaube, da können wir sowieso nicht hoch. Habe ich erwähnt, dass ich Kinder hasse? Ja, können wir denn? Haben wir alles hier unten durchgehabt? Naja, dann auch oben gehen. Ja nun, ich kann nicht nach oben gehen. Ein Kunde hat mir ein sehr großes und schweres Möbelstück verkauft. Einen Konzertflügel. Ich habe versucht, es nach oben zu bringen, aber ich bin gescheitert. Es steckt total fest und blockiert den Weg. Da habe ich beschlossen, die Etage zu schließen. Das war das Logischste und das Einfachste. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass hier noch irgendwo ein Keks liegt. Schild, Teppich. Kekse, aber ja, ich bin mir da, weiß nicht. Also hier unten kann ich gar nicht so viel machen, weil da kommt dann immer gleich verlassen. Wenn, dann muss es ja irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Ich meine, bei der Wohnung war das ja auch so, dass, glaube ich, im ganzen Badezimmer gar kein Keks. Ach doch, da war ein Keks. Da waren dann sogar zwei, aber nur im vorderen Bereich und einer in der Stube. Aber hinten beim Klo war ja auch gar keiner. Ich weiß nicht. Wir können ja sonst später nochmal drauf zurückkehren, wenn wir einen vermissen. Ja. Weil ich, also hier will er ja auch immer alles angucken. Es müsste ja so ein Bereich sein, wo gar nichts kommt. So wie hier oder hier in der Wand. Also wo man dann halt auch vielleicht draufklicken kann. Oder wenn man diese Kiste öffnen könnte, hätte sie schon jemand gekauft. Obwohl das Rätsel ihres Inhalts sie auch attraktiv macht. Ach, er sagt ja noch immer was dazu. Ich habe extra starken Kleber verwendet, um die Teile zusammenzukleben. Und das sollte bis zum Verkauf halten. Manchmal bringen Kunden selbst komische Dinge aus ihrem Dachboden mit. Wenn sie gut aussehen und mir antik vorkommen, kaufe ich sie zu einem günstigen Preis, in der Hoffnung, es für viel mehr zu verkaufen. Ich kann mich aber nicht erinnern, wo dieser Sarkophag herkommt. Macht aber keinen Unterschied, solange ich etwas dabei verdiene. Statue? Ich hatte ehrlich gesagt mehrere davon in Kisten. Ich habe sie auf einer chinesischen Webseite gekauft. Ich bin kein Experte, bloß ein Verkäufer. Aber sie sieht schön aus und so. Daher verkaufe ich sie zu einem so hohen Preis. Also, ich amüsiere mich tatsächlich ein wenig über dieses Spiel. Schild. Manchmal wäre ein Schild nützlich, wie zum Beispiel sich vor den Angriffen unzufriedener Kunden zu schützen. Ich frage mich, wie jemand den Speer halten konnte. Er wiegt eine Tonne. Vielleicht war es ein Speer von einem Riesen. Vor Jahrhunderten haben sie die Dinger ins Wasser geworfen und sie wurden vom Schlamm bedeckt. Dadurch sind sie gut erhalten geblieben. Ich habe sie in der Nähe der Mülltonnen beim Museum gefunden. Sie hatten wahrscheinlich zu viele davon. Wir sollten uns mal angewöhnen, die Sachen dann immer gleich zweimal anzuklicken oder so, weil dann... Oh, nehmen wir nochmal. Der Dolch hat mal einem Kind gehört. Die Eltern haben mich gebeten, ihn zu konfiszieren. Die Flöte? Noch eine Art Waffe. Etwas friedvoller. Die Schwerter. Manche davon sind authentisch und andere wurden in China hergestellt. Um ehrlich zu sein, ich kann keinen Unterschied erkennen. Deswegen haben sie denselben Preis. Speere. Und bei jedem Verkauf biete ich einen Spitzer mit an, um sie schärfer zu machen. Achso, die Kiste hatten wir schon. Der Spiegel vielleicht nochmal? Vielleicht ist der Spiegel ja auch gar nicht kaputt, sondern mein Gesicht. Nein, der Spiegel ist kaputt, definitiv. Kerzenhalter. Ich bin kein Butler, ich laufe nicht mit einem Kerzenhalter herum. Was hätten wir denn? Schreibtisch. Ich hatte früher Probleme mit falschen Schecks, da musste ich das aufhängen. Ich akzeptiere immer noch Schecks, nur nicht die aus Gummi. Ach so, weil das hier steht. Wir akzeptieren keine Gummischecks mehr. Konnte man die Kasse anklicken? Ich dachte, hatten wir auch noch nicht, stimmt. Aber erstmal der Blumentopf. Ich dachte, vielleicht gebe ich Sandra eine, aber wenn ich versuche, eine der Blumen zu nehmen, habe ich das ganze Ding in der Hand. Die Kasse. So, mal sehen, ob... Nein, sie ist leer. Offensichtlich, der Dieb muss... Moment, sie ist schon seit Ewigkeiten leer. Der Dieb hat damit nichts zu tun. Hier ist sogar eine Glocke. Sie klingelt. Gefällt mir. Dieser Klang bedeutet, dass ein potenzieller Verkauf ansteht. Ach ja, ist schon eine Nummer für sich, der gute Björn. Gut, dann würde ich sagen, jetzt verlassen wir das mal. Obwohl die Pflanze, selbst mit sorgfältiger Beobachtung, kann ich nichts Nützliches an der Pflanze erkennen. Es sei denn, man findet Zigarettenstummel interessant. Nun, das ist seltsam. Ich bin nicht zu 100% sicher, wenn man den ganzen Haufen Müll bedenkt, den ich gelagert habe, aber es scheint nichts aus meinem Laden zu fehlen. Aber warum wurde dann meine Tür aufgebrochen? Ja, das frage ich mich auch. Okay, so. Was soll ich jetzt machen?
Wenn du dich nicht erinnern kannst, was du zu tun hast, sieh oben in der Leiste nach. Da sind Infos, die dir helfen. Okay. Klar, könnten wir jetzt auch hier nochmal alles doppelt angucken. Was ist eigentlich, wo ist eigentlich der Eisverkäufer? Der ist ja weg. Wo ist er denn? Nee, der ist noch da. Da ist er doch. Da ist er noch. Hm. Wollen wir ihn nochmal anquatschen? Nö. Und obwohl, vielleicht hat er ja was gesehen. Oder so. Ich quatsche ihn mal an. Mhm. Sie verkaufen immer noch Eis, wie ich sehe. Yep. Spezialitäten kaufen, verlassen. Ja, dann verlassen wir das mal. Tschüss. Ach, das putzig. Yep. Okay. Yep. Dann gehen wir mal ganz woanders hin. Wie wär's zum Polizeirevier, Maître? Das klingt vernünftig. Das ist schön. Andrews Polizeirevier. So, mal wieder ein ganz neuer Ort. Mit so einer coolen Electro-Music im Hintergrund. Ja, dann wollen wir mal mit dem Polizisten quatschen, würde ich sagen. Hallo? Hallo? Hey, ich rede mit dir. Monsieur, bestehen Sie nicht darauf? Eugene hört schlecht. Eugene? Oder, ja doch, Eugene, genau. Eugene, okay. Eugene hört schlecht. Was? Sie meinen, er kann nicht hören, was ich sage? Genau. Guck mal, der schwitzt auch voll. Super. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Irgendwie finde ich die Musik total unpassend. Ich glaube, es ist für dich viel angenehmer, der sie nicht hört. Pflanze. Es ist verboten, auf die Pflanze zu pinkeln. Hm, das weckt in mir Ideen. Auf die Pflanze pinkeln? Wir probieren das mal. Nein, nicht dein Ernst. Doch, wenn die Auswahl da ist, dann nehmen wir das. Monsieur, Monsieur? Sie dürfen da nicht hingehen. Hey, was machen Sie da? Was zur... Hände über den Kopf! Sofort! Ich sagte sofort. Aber ich habe meinen Reißverschluss noch nicht hochgezogen. Dann machen Sie. Schnell. Verstecken Sie das Ding. Oh mein Gott. Sie haben die Tannenpflanze total geflutet. Tut mir leid. Ich konnte dem Drang nicht widerstehen. Ich konnte die Toilette nicht finden. Ich kann es nicht glauben. Wir haben extra dieses Schild angebracht, nachdem das schon letztens passiert ist. Oh, das hat noch jemand gemacht? Cool. Ab ins Gefängnis. Kommen Sie, Bewegung, Sie pissende Schwein. Oh, scheiße. Oh, dafür haben wir eine Errungenschaft sogar bekommen. Und einen Keks. Ah, oh, nee, doch. Such nächstes Mal besser nach der Toilette. Hier, lies mal den Zettel vor. Björn Dönen angeklagt, sich in der Öffentlichkeit erleichtert zu haben. Game over. Ach was. Jo, das war ein Game over. So, also, Game over bedeutet, wir können aber anscheinend nochmal loslegen. Seltsam, irgendwas sagt mir, dass ich tun soll, was auf dem Zettel steht. Ja, das haben wir schon verbockt. Dartscheibe. Sieht aus, als hätten wir auf dem Revier viel Spaß. Und vielleicht habe ich doch den falschen Beruf gewählt. Dart spielen. Ach komm, das können wir wohl machen, oder? Oder, warte mal, da stand noch ein Zettel. Nee, die beobachten mich und ich kann nicht spielen, wenn jemand zusieht. Da steht nämlich was. Notiz. Was ist das? Eine Liste? Karotten, Kartoffeln, Milchschinken, Kuhzunge, fettarme Suppe. Hat jemand die Dartscheibe mit einer Anschlagtafel verwechselt? Ja, aber das, ich dachte, wenn da jetzt steht, man darf dann nicht mitspielen, dann können wir das doch machen. Ja, dann würde ich doch sagen, spielen wir mal eine Runde Dart, oder? Lass uns loslegen. Monsieur, wo gehen Sie? Wohin gehen Sie? Wo gehen Sie? Darf man da schon drin rein? Wohin gehen Sie? Ich spiele nur etwas Dart. Ist das okay? Normalerweise würde ich Nein sagen. Aber ich bin neugierig, wie eine einfältige Person wie Sie dabei schlägt. Hey, was meinen Sie mit einfältig? Schon gut. Mal sehen, ob Sie besser sind als Eugen. Eugene. Ein wenig Konzentration, Zielen und so. Ups, in die Wand. Das war Ihr erster Versuch. Viel Glück beim nächsten Mal. Ist leicht verzögert aufgetaucht, die Schrift. Ja, das merkt man. Tasse. Was für eine hässliche Tasse. Hm?
das Schild einmal, wenn es bei dir ankommt. Ich könnte schwören, dass ich dieses Gesicht schon irgendwo gesehen habe. Ich kann aber nicht sagen, wo und wann. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Was steht denn da? Ungelöster Fall. Heuern Sie einen Detektiv an. Für den Krokodil. Okay, Kopierer. Ein Kopierer auf einer Polizeibehörde. Um ehrlich zu sein, ich habe mal mit jemandem eine besondere Wette abgeschlossen. Hinterteil kopieren. Oh nein, er macht hier nur Scheiße, ganz ehrlich. Wenn wir das machen, dann ist vorbei, oder? Ah, scheiß drauf. Eine zweite Gelegenheit habe ich vielleicht nicht. Vielleicht kriegen wir dafür wieder eine Errungenschaft. Ich will die Errungenschaften. Monsieur, dieser Kopierer darf nur von Polizeimitarbeitern verwendet werden. Hey, was tun Sie da? Setzen Sie sich nicht drauf, Sie machen ihn kaputt. Hören Sie überhaupt zu? Was für ein furchtbares Ding haben Sie da kopiert? Sie haben Ihr Hinterteil kopiert? Ich habe mit jemandem eine Wette abgeschlossen. Ich musste es tun. Ja. Hände über den Kopf sofort. Nein, nicht schon wieder. Auf die Pflanze zu pinkeln hat Ihnen wohl nicht gereicht. Ne? Hey, daran sollten Sie sich gar nicht erinnern können. Es tut mir leid, ich bezahle die Kopien, die ich gemacht habe. Oh mein Gott. Sie haben... Oh Gott! Nein, Sie haben draufgekackt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich dachte, ich würde bloß putzen, aber ich habe ihn so plötzlich rausgelassen. Oh Mann, Sie wandern ins Gefängnis. Aber zuerst waschen Sie da Ihre Kacke. Oh, ist das abartig. Oh, bitte, nein, ich kann das nicht. Sie ist ganz flüssig und stinkt. Oh Mann. Oh, ist das abartig. Oh, ist das ekelhaft. Denkt das nicht. Von seinem Hintern auf dem Polizeirevier gemacht und auf den Kopierer geschissen zu haben. Dann denk das nächste Mal nach, bevor du eine Wette annimmst. Okay. Auch das haben wir hinter uns. Federmäppchen. Sieht aus wie ein Federmäppchen für die Schule. Oh, und da ist ein kleines Herzchen drauf. Monitor. Wow, sieh sich das mal einer an. Ein Röhrenmonitor. Und mir wurde gesagt, die Polizei hätte kein Budget. Und spielt Pong. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Blablabla, na na, potatata, lalalata, babibade. Ich bezweifle, dass Kauderwelsch helfen wird. Aber ich finde, es war ein Versuch wert. Ja, was mit dem Polizisten los? Schläft er bald ein? Stehlen ist böse, Mord ist böse. Was? Stehlen ist böse, Mord ist böser. Und was steht da noch? Diese ziemlich Nachricht wurde mit Steuergeldern finanziert. Okay, gut. Fußmatte. Irgendetwas sagt mir, dass diese Fußmatte einen bestimmten Zweck hat. Sofort anhalten. Müll. Oh Gott, verteilter Müll. Ich war es nicht, ich schwöre. Das war der Wind. Nun, ich habe Glück, dass sie es nicht bemerkt haben. Noch nicht. Naja, sie haben bestimmt eine Putzfrau. Die wird sich darum kümmern. Ja. Okay, gut. Dann wiederholt es sich. Rezeption? Nee. Sieh sich das mal einer an. Müll auf der Pflanze. Sie sollten sie wenigstens ab und zu sauber machen. Ist das ja nicht ein Kitz, der da vorne liegt, vor dem Müll? Nein, ja, ne? Das wäre natürlich krass, aber ich kann da gar nicht draufklicken, von daher... Ja, stimmt, an die Kekse habe ich gar nicht gedacht. Diese komische Musik. Fenster, in Ordnung. Das Fenster ist hier. Das könnte sich im Falle eines Notfalls als nützlich erweisen. Es klemmt. Wir können es nicht weiter öffnen. Ich schätze, Sie wollen vermeiden, dass jemand durch das Fenster flüchtet. Verflixt. Ja, dann Polizist. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gern einen Einbruch und einen Überfall melden. Oh... Gemach, übertreiben Sie es nicht. Zuerst einmal, haben Sie Ihren Ausweis dabei? Was? Sie fragen nicht erst nach meinem Namen? Dafür den Ausweis. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, wenn Sie Ihren Ausweis dabei haben, steht Ihr Name da drauf. Zweitens, wenn nicht, würde ich Ihr Anliegen sowieso nicht bearbeiten. Pff.
Anzeige erstatten oder verlassen. Ja. Anzeige erstatten. Hier, bitteschön. Ah, endlich. Sehen Sie, so schwer war das doch nicht. Das sagen Sie. Mal sehen. Herr Björn Dönen. 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 Sagen Sie mal, Ihr Name klingt nicht sehr französisch. Hören Sie, ich wurde in Paris geboren, ich bin Franzose. Ende der Diskussion. Wow, verlieren Sie nicht gleich die Beherrschung. Das war bloß ein kleiner Scherz. Aber Sie haben recht, in letzter Zeit fühle ich mich nicht so gut. Und ich habe Durst in diesem Büro. Ich wünschte, wir hätten eine Eismaschine. Wie auch immer, kommen wir nicht vom Thema ab. Sie würden also gern Anzeige erstatten. Eine Sekunde, ich hole ein Formular. Nur zu, sagen Sie mir, was passiert ist. Also gestern war ich in meiner Wohnung und dann... Und hier bin ich nun. So, jetzt wissen Sie alles. Interessant. Nun warte ich, bis die Tinte getrocknet ist und dann lege ich Ihre Anzeige in der entsprechenden Akte ab. Moment, das verstehe ich nicht. Ich habe Ihnen erklärt, dass ich bewusstlos geschlagen und ausgeraubt wurde und das ist alles, was Sie tun? Mein guter Herr, wir erhalten jeden Tag Dutzende Anzeigen für solche Übergriffe. Jeder mit logischem Verstand würde verstehen, dass wir uns nur um die wichtigsten Fälle kümmern. Hoffentlich finden wir Ihren Angreifer. Mit einer ganzen Tonne Glück, meinen Sie wohl? Tut mir leid, mehr kann ich nicht für Sie tun. Fehlende Tafel. Ich würde gerne etwas Wichtiges melden. Ja? Wissen Sie, ich habe eine seltene Statue zu Hause stehen. Darauf sollte eigentlich eine Art Tafel stehen. Und die ist weg. Gestern war sie noch da und jetzt kann ich sie nirgendwo finden. Und? Das muss es also sein, was die Diebe gesucht haben. Sie haben die Tafel gestohlen. Oder vielleicht haben sie die Tafel nur woanders hingestellt. Oder sie ist auf dem Müll gelandet, als sie ihren Staubsauger benutzt haben. Sie nehmen mich nicht ernst, oder? Nein, tue ich nicht. Hören Sie, ich nehme das in die Anzeige mit auf, wenn es das ist, was Sie wollen. Ja, aber verstehen Sie es jetzt? Das war kein gewöhnlicher Raub. Ja, ja, wenn Sie das sagen. Ich werde jetzt gehen. Das sehe ich. Guten Tag. Blöder Polizist, Rezeption. Reichen Sie Ihre Beschwerde hier ein. Okay, in meinem Fall funktioniert das. Aber was, wenn ich ein anderes Anliegen als eine Beschwerde hätte? Wenn ich zum Beispiel kurz davor wäre, ein Baby zu gebären oder so. Sie wären alle verloren. Okay, dann haben wir jetzt soweit, glaube ich, alles hier auf diesem Polizeirevier durch. Noch die Kinderzeichnungen fehlen. Kinderzeichnungen? Nein, Moment, ist das eine Signatur? Und da steht etwas... Für meine liebe Sarah, Eugene. Wow, einfach wow. Erwachsenenzeichnung, da steht Eugene. Ohne Zweifel, das sind die Zeichnungen des Polizisten. Okay, also er... Nee, er. Wer ist denn Eugene? Nochmal, er oder er? Ich doof. Ja, der links wohl. Der links? Mhm. Okay, und den Sturm war auch noch. Sieht gemütlicher aus als meiner. Ich versuche mal etwas anderes. Vielleicht kommt er jetzt mit den Zeichnungen. La la la. Was? Ich tanze direkt vor seiner Nase und er zeigt immer noch keine Reaktion. Nun, Eugene sieht auch schlecht. Was Sie nicht sagen. Aber er spielt ein Videospiel? Das ist kein Spiel, sondern ein besonderes Heilprogramm, das ihn seinem Psychologe empfohlen hat. Mir fehlen die Worte. Aber kann er nicht die Zeichnung ihm irgendwie, oder was weiß ich, ich weiß nicht, was er mit dem noch vorhat. Irgendwas hat er bestimmt noch mit ihm vor, aber wir werden es in den nächsten Parts erfahren oder auch nicht erfahren von Dimitrios. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hinterlasst uns einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, da freue ich mich sehr. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns halt im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.